So, ja, meine Damen und Herren, willkommen hier am Storch, am Stand der Firma Storch. Mein Name ist Stefan Geschwind, ich bin der technische Außendienstmitarbeiter hier am Stand der Firma Storch, zuständig für die ST-Geräte-Familie. ST-Geräte, angefangen bei unserer ES300 bis hin zur ST1700+. Jeweils das richtige Gerät für die Anwendungsgebiete. So, hier sehen wir zum Beispiel die ST700 und die ST800. Meine Auswahl, weil wir als Fläche zu beschichten eine Raufasertapete haben mit Dispersionsfarbe. Kombination zu unseren beiden Geräten werden wir heute aufs Leos-Set eingehen. Leos Less Over Spray System für nebelarmes Spritzen außen sowie im Innenbereich. Gut, kurzer Einblick auf unsere Geräte. Wir haben hier ein Gerät, Airless-Gerät zur Verarbeitung von hoch- bis niedrig- bis großen Materialien, beispielsweise eine dünne Grundierung, Tiefengrundierung über einen Acryllack, lösemittelhaltige Materialien, lösemittelhaltige Lacke, Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Silikaten, Acrylat sowie als auch beispielsweise Glasgewebekleber. Alles rund um den 2- bis 3-Familienhausbereich optimal abgedeckt. Und ein Aktionsradius von 90 Meter durch 45 Meter Schlauchlänge ist natürlich auch an der Fassade keine Grenze gesetzt. Gut, gehen wir ein bisschen ein auf unser nebelarmes Spritzen, aufs Leos-System. Ich habe hier zwei Systeme in einem Systemer. So, ich fange hier an mit der sogenannten Zweimann-Variation. Zweimann-Variation, warum das? Es ist folgendermaßen, ich spritze hier mit meinem System das Material auf den Untergrund auf. Und der zweite Mann kommt dann im zweiten Schritt und verschlichtet das Ganze für schöne Oberfläche, finde ich. Ich habe hier schon ein nebelarmes Spritzen aufgrund von meinem geringen Abstand zu meiner Fläche von ca. 10 bis 15 cm. Durch diesen geringen Abstand arbeite ich mit einem Spritzdruck von 60 bis 80 bar im Außenbereich und 80 bis 100 im Innenbereich. Durch diesen geringen Spritzdruck erreiche ich schon ein nahezu nebelfreies Spritzen. So, jetzt fange ich an. Ich trage mein Material gleichmäßig auf den Untergrund auf. Gleichmäßig heißt, ich habe durch meine Düse bestimmt, was für ein Material ich verarbeite, dementsprechend die Größe der Bohrung gewählt und habe somit einen optimalen Farbauftrag. Der zweite Mann kommt dann direkt im Anschluss, verschlichte die Oberfläche mit der passenden Rolle auf den Untergrund abgestimmt und ich habe eine Oberfläche fertig verarbeitet mit zwei Männern. Ich habe vorhin angesprochen, wir haben beim Leos-Set zwei Geräte oder beziehungsweise zwei Systeme in einem. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu unserem Leos Sprayroller. Die sogenannte Einmannvariation. Ich habe hier dieselben Arbeiten, die ich ausführe. Das heißt für mich, ich appliziere meine Farbe auf den Untergrund und verschlichte dann im selben Arbeitsgang mit einem Mann. Ich brauche hier keinen zweiten Mann. Der zweite Mann kann in dieser Zeit andere Arbeiten ausführen, zum Beispiel Abklebearbeiten, Lackierarbeiten, was noch so rund um die Baustelle auffällt. So, packen wir mal das System aus. Auch hier wieder nebelarme Spritzen aufgrund von einem geringen Arbeitsdruck. Hier habe ich auch wieder meine 10 bis 15 cm Abstand zur Fläche, wo ich mir das Spritzbild so einstelle, dass ich unmittelbar unter meine Rolle spritze. Ich sehe zu, dass ich das Material zwar noch auf meinen Untergrund auftrage, habe somit die körperliche Erleichterung bzw. kräfteschonendes Arbeiten, da mir mein Gerät, mein Airless-Gerät von Punkt A bis hin zu meinem Objekt das Material transportiert und dann auf meinen Untergrund aufbringt. So, wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, kräfteschonendes Arbeiten, könnte man jetzt sagen, okay, hier Raufaseruntergrund ist keine großartige Kunst, kann jeder oder im glatten Vlies. Dasselbe geht auch genauso an einen 3 mm Putz beispielsweise oder im Außenbereich, gröberen Putz, mineralisch unbeschichtet, Höllenqualen für einen Maler draußen mit Hand ist zu beschichten. Hier lasse ich mir von meinem Gerät das Material auf den Untergrund applizieren und verschliche dann im selben Arbeitsgang. So, wenn wir dann noch ein bisschen spezieller gehen, wir haben jetzt gesehen, ich kann jeden Untergrund, ob Wand, Decke, ob glatt oder grob, durch die wechselbare Walze an meinem 8 mm normalen Bügel mit 25 cm Rolle bearbeiten. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben auch Objektbereich. Objektbereich sehr oft, Banken oder Hörsälen schon oft gesehen, ist Akustikdecken. Akustikdecken dürfen wir nicht spritzen, aus Grund von technischen Mängeln, die wir dann somit hervorrufen würden. Wir würden die Membranen im Innenbereich der Decke verkleben und somit den Schallschutz dieser Decke zerstören. So, hier haben wir auch hierfür eine Lösung. Und zwar unseren Sprayrollerkopf, wie im Vorfeld, nur lediglich
Mit dem Ergo-Knick. Dieser Ergo-Knick erleichtert uns das Arbeiten bzw. lässt uns noch kräfteschonender die Farbe verschlichten. Hier habe ich noch zudem den Vorteil, wenn ich meinen Düsenhalter so einstelle, dass ich meine Farbe direkt auf die Rolle appliziere, kann ich sie somit gleichmäßig auf meinen Untergrund bzw. die Akustikdecke appliziere und verspritze somit nicht die Membrane in der Decke und zerstöre damit die Akustik. Ich würde sagen, das war genug von unserer Technik, genug erzählt, genug gezeigt. Gerne stehen wir jetzt mit Rat und Tat zur Verfügung und würden Ihnen auch unseren Baustellenservice, heißt Einweisung, Inbetriebnahme der Geräte und auch Vorführung, sodass man für Sie das passende Gerät herausarbeiten kann, an. Viel Spaß noch auf der Farbe und danke für Ihre Aufmerksamkeit.